Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ja, in der heutigen Folge suchen wir mal die dicksten Würstchen. Was? Die vegetarischen oder welche? Wir sind nämlich in Krakau. Ach so. Krakau. Und wir leihen uns jetzt hier mal wieder so einen Roller, denn das macht unheimlich viel Sinn, mit so einem Roller die Stadt zu erkunden. Und während wir das tun, zeigen wir euch erstmal die Unterkunft, wo wir untergebracht worden sind. Welchen nehme ich denn? Welchen denn? So sehr hat uns diese sehr gemütliche Wohnung im Stadtteil Starobogouche rausgesucht. Und ich muss ja an der Stelle sagen, Susi liebt Dachwohnungen. Es fühlt sich für sie immer so ein bisschen an wie Luxuszelten, also zumindest sagt sie das. Der Stadtteil Starobogouche ist übrigens das neue Innenviertel von Krakau, mit vielen Kneipen, Restaurants und Cafés. Auf dieser Seite des Weichselufers lag übrigens auch das Ghetto von Krakau. Ja, da fahren wir so vor uns hin, ne? Und dann kommt hier gleich auf der ersten Seite das alte Forum Hotel. Das ist dieser kleine Block dort auf der anderen Seite. Insgesamt war der, ja klein, insgesamt war dieses Hotel allerdings nur 14 Jahre in Betrieb. Warum? Baumängel und Besitzerwechsel. Okay. Und dann sind, ja, hätte man sehr viel Geld investieren müssen, das haben sie halt nicht gemacht. Und jetzt? Ja, steht und verfällt es so vor sich hin. Davor in dem Bereich, da sind überall noch mal so ein paar kleine Beachclubs und eine Food Mall. Das Hala Forum, googelt das mal. Das ist richtig cool. Da kann man, das ist halt ein Food Court mit Live-Musik, kann sich da den Abend aufhalten, mit Freunden treffen. Das ist wirklich cool. Genau. Und daneben ist noch ein Vergnügungspark. Ich finde das Hotel ja auch geil eigentlich. Ja. Also, es wuchert vor allen Dingen auch so langsam zu, ne? Ja, wenn man das halt noch richtig begrünt, dann sieht das auch noch richtig geil aus. Vielleicht warten sie ja so lange. Brutalismus ist das übrigens vom Stil. Noch nie gehört. Ja, sehr cool. Vermutlich werdet ihr jetzt sagen, was erzählst du da, das war tote Hose. Ja, wir waren am Abend da, da hatte ich nur blöderweise die Kamera vergessen. Deswegen bin ich am Morgen um 11 nochmal hingejoggt und zugegeben, da ist nicht so viel los gewesen. Aber abends, da steppt hier der Bär. Jo, anders als vermutet, ne? Man kann mit den Dingern gar nicht überall parken, so wie das in Hamburg hier ist. Sondern man braucht hier mal einen Parkplatz dafür. In Warschau wusstest du auch nicht so, auf spezielle Parkplätze fahren. Das stimmt, hier muss man immer auf spezielle Parkplätze fahren. Und was es noch schwieriger macht, es gibt eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen, die dann hier stehen dürfen. Und dann, wenn der voll ist, dann musst du dir den nächsten suchen. Hier ist es wie in der Stadt. Man muss dann die ganze Zeit nach einem Parkplatz suchen. Meine Herren, na okay. Gut. Wieder was gelernt. Wir laufen jetzt weiter zu Fuß. Also wir haben auf jeden Fall Glück mit dem Wetter. Das stimmt. Ja.
Was man auf jeden Fall sagen kann, Krakau ist ein absoluter Geheimtipp. Also. Guckt euch mal die Menschenmassen hier an. Also, ich glaube, diese Stadt ist irgendwie attraktiver für den Tourismus als Warschau. Was vielleicht auch so, ja, weiß ich auch nicht, aber. Ja. Vielleicht, es ist mega voll. Vielleicht, weil man das auch immer noch mal mit so einem kleinen Ausflug nach Auschwitz verbindet. Vielleicht. Um halt noch tiefer in diese jüdisch-polnische Geschichte einzusteigen, ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass natürlich auch viele Amerikaner, die hier rüber geflogen kommen, das auf jeden Fall mitnehmen wollen. Und dann bietet sich Krakau an, weil das ist halt näher, ne? Wir gehen jetzt mal in die Tuchhallen. Wir hatten ja gerätselt, warum Krakau jetzt besser besucht ist als Warschau. Aber vermutlich hat es auch was mit dem Alter zu tun, denn alle Häuser, die man hier sieht, sind noch im Originalzustand. Ihr fragt euch, wie im Originalzustand? Haben da nicht die Nazis auch zugeschlagen, genau wie in Warschau? Nee, denn hierhinter steckt eine sehr spannende Geschichte. Denn damals, als die Rote Armee im Winter 1945 unaufhaltsam auf Krakau zusteuerte, planten die Nazis, die Stadt zu fluten und zu zerstören. Doch in einem dramatischen Akt der Rettung gelang es einem tapferen sowjetischen Spion, rechtzeitig Informationen über diese Absicht zu beschaffen und vor allen Dingen auch an die Alliierten weiterzugeben. Dank dieser mutigen Aktion wurde Krakau also von der totalen Vernichtung bewahrt und so kann man die Stadt noch heute im fast nahezu historischen Originalzustand betrachten. So, ich habe mir mal eine kleine Vorspeise geholt, denn wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Armbrot. Und was gibt es Besseres als Vorspeise, als so einen kleinen gebackenen Ring hier mit Nutella und Haselnuss? So, warte, bevor du reinbeißt. Oh. Ey, guck mal, das ist so gut wie gar nicht reingebissen. Hier. Nein, nein, mach du zuerst. Und? Gut. Es ist wie ein. Sag. Wie so ein. Ich weiß gar nicht. Also natürlich, man schmeckt Nutella und Haselnuss, aber das Außen ist. Schmeckt furchtbar. Ja. Probiert das bloß nicht. Es ist wie. Zeig mal, ich muss noch mal probieren. Ich weiß gerade nicht, wie es schmeckt. Es ist so ein bisschen wie, lass mich noch mal probieren. Wie, ich kann es gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie es schmeckt. Oder? Ich weiß auch nicht, mit was ist das vergleichbar? Man kann es gar nicht vergleichen. Mit einem süßen Brot irgendwie. Kross gebackenem süßen Brot mit Nutella Haselnuss, ist lecker. Ja. Also dieses Brot haben wir aber so in der Art und Weise nicht. Nee, es ist schon besonders. Man kann das theoretisch auch noch mit Eiscreme befüllen. In Wirklichkeit wird es eigentlich noch mit Eis gefüllt und Früchten und Obst und all sowas, das kommt da noch rein. Völlig irre. Aber da das ja jetzt erstmal nur Vorspeise ist. Aber geil, guck mal rein. Lecker. Kann man machen. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Und ich versuche Susi davon abzuhalten, meine Vorspeise aufzuessen. Und ich will noch mal ganz kurz erwähnen, dass es einfach unfassbar schwierig ist, sich hier für ein Restaurant zu entscheiden, weil die Auswahl so immens ist. Also die Polen scheinen hier extrem viel Wert auf Essen zu legen. Das ist wirklich. Und sehr Gutes dazu. Ja, sehr Gutes. Das macht es auch noch schwieriger. Hier sind die meisten Restaurants, fangen hier ab 4,5 bei Google-Bewertungen an. Das lässt Marco völlig durchdrehen. Das lässt mich echt durchdrehen, weil ich lese gerne immer diese Google-Bewertungen und sage immer nur, oh, ich wähle mein Restaurant nach einer guten, positiven Google-Bewertung aus. Und die sind hier alle gut. Schwierig.
Krakau. Ich bin echt froh, dass wir hierher gekommen sind. Das ist wirklich eine faszinierende Stadt, die mit ihrer einzigartigen Mischung aus moderner Jugendlichkeit und historischem Charme begeistert. Vielleicht so ein bisschen so eine Mischung wie ich, so, ihr wisst schon, im Herzen jung, aber mit einer historischen Hülle. Besonders hervorzuheben sind auf jeden Fall diese ganzen lebhaften Restaurants und Cafés. Und Polen ist ja auch noch echt bezahlbar. Und so waren wir natürlich auch sehr, sehr oft hier essen. Doch meist in einem offenen Konflikt mit den Google-Bewertungen, denn die sind ja nun mal Geschmackssache. Vor allem, weil man ja auch negative Bewertungen löschen kann. Naja, aber das ist wohl ein anderes Thema. Die Stadt vereint auf jeden Fall auf beeindruckende Weise eine reiche Geschichte mit Traditionen und einer pulsierenden Hipsterkultur. Ja, nicht umsonst wird die Stadt ja aber auch oft als heimliche Hauptstadt von Polen bezeichnet. So viel dazu. Vielen Dank fürs Angucken. Wir müssen jetzt schnell ins Bett, denn morgen geht's zu einem weiteren Programmpunkt, ein Highlight auf unserer kleinen Polen-Rundreise. Und den darf man natürlich auf gar keinen Fall verpassen. Erst recht nicht wir. Also, vielen Dank fürs Anschauen. Haltet die Ohren steif und wir sehen uns im nächsten Video. Ach so, ja, und wenn ihr schon bis hier geguckt habt, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr schon mal dabei seid, dann schreibt auch nochmal in die Kommentarleiste, ob ihr schon mal selber in Krakau wart, was eure Highlights waren, was euch besonders gut gefallen hat, was wir vielleicht verpasst haben oder ob ihr vielleicht in nächster Zukunft plant, nach Krakau zu fahren und ob euch das Video vielleicht noch einen Anreiz mehr gegeben hat, einmal in diese faszinierende Stadt zu fahren. Vielen Dank.